Ja, heute fahren wir das erste Mal dieses Jahr wieder eine schöne kleine Straße zum Südufer vom Möhnesee. Unterwegs sind wir hier mit dem SR 350 von Honda. Ja, hallo YouTube. Wir sind unterwegs mit dem SR 350. Ihr habt es mitbekommen. Schon vor Jahrzehnten habe ich durch Zufall die Strecke gefunden, die ich heute mit euch fahre. Und das ist eine kleine Nebenstraße, die hier hinter Arnsberg rechts abgeht, und zwar genau hier, Richtung Neuhaus und weiter zum Möhnesee Südufer. Habt Spaß dabei, es ist einfach eine schöne Fahrt über eine schöne Strecke. Weiterhin befinde ich mich hier in der Einfahrzeit von dem SR 350. Dementsprechend geht es auch nicht wirklich flott voran, aber ich denke flott genug für so eine Strecke hier. Das Wetter spielt heute mit. Es ist nicht nur sonnig, ein bisschen bedeckt, ein bisschen diesig. Dadurch bleiben aber die Temperaturen angenehm. Auf jeden Fall mal nichts von dem dieses Jahr so häufigen und üblichen Regen. Habt ihr gerade mitbekommen? Die drei Motorradfahrer, die da mir entgegenkamen, die haben mich gegrüßt. Hey! Ein Motorradfahrer hat mich gegrüßt. Strich im Kalender. Ihr wisst es ja, das sind Strecken, die mir Spaß machen. Wenn ich mir die Bäume angucke, auch die kommen alle noch weg. Musste ich mir doch letztens vor einem Zuschauer hier sagen lassen, dass ich doch mehr oder weniger selbst schuld bin, dass die Bäume wegkommen, weil ich doch einfach nur zum Spaß mit dem Motorrad durch die Gegend fahre. Ja, hallo.
Ja, man könnte sich den Schuh anziehen, aber nee. Das hat für mich sowas wie das Drehmoment. Wir hier in Deutschland mit den neuen Fahrzeugen bewegen uns umwelttechnisch auf einmal einem richtig, richtig hohen Niveau. Wir sind mittlerweile so weit, dass unglaubliche technische Klimmzüge veranstaltet werden, um Nasenpups weniger Schadstoff aus dem Auspuff rauszubekommen und das wird dann gefördert und Fahrzeuge, die eben diesen Hasenpups mehr ausstoßen, die dürfen dann nicht mehr zugelassen werden. Also Leute, wir bewegen uns hier in Deutschland wirklich schon auf einem Niveau. Das liegt auf sehr, sehr hohem Level. Und wenn man hier angreift und möchte hier etwas erreichen, dann erreicht man nichts. Ja, man muss irgendwo anfangen. Das ist vollkommen richtig. Und genau das haben wir schon lange getan. Das tun wir schon jahrelang. Nur an der Grenze ist die Erde nicht zu Ende. Und genau da komme ich zu dem Thema Drehmoment, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wenn ich an Stellen anfasse, wo noch nichts getan wurde, dann habe ich mit wenig Mitteln, mit wenig Aufwand, finanziell sowie auch technisch, erreiche ich richtig viel. Ein Drehmoment könnte man jetzt auch so auslegen, dass weit weg ist von Deutschland, wenn man Deutschland als Dreh- und Angelpunkt, wie es ja viele sehen, weil Deutschland ja unbedingt der Vorreiter sein muss. Ja, wie es an der Schraube ist, habe ich einen langen Hebel, brauche ich weniger Kraft, um etwas zu erreichen. Und ja, genauso ist es auch bei der Umwelt. Dass hier die ganzen Bäume abgestorben sind, ja, das liegt nicht daran, dass hier ein paar Autos durch die Gegend fahren. Das hat andere Gründe. Ja, auf dem Standpunkt stehe ich halt. Es gibt viele Länder, in denen bislang nahezu nichts passiert ist, wo auch sich Autos bewegen. Und das sind Länder, die erstmal jetzt richtig was tun müssen, um auf unseren Level zu kommen. Wenn wir das alles mal haben, dann geht es der Welt auch besser. Beziehungsweise nein, dann geht es der Welt nicht wirklich besser, weil das ist der nächste Trugschluss, der uns immer begreiflich gemacht werden will. Tut jetzt was für die Umwelt, dann ist die Sache in 10, 15 Jahren geschafft. Nein, wir bremsen es nur. Am Ende ist es letztendlich so, wir befinden uns in einer abklingenden Eiszeit. Das muss man sich mal vor Augen halten bei den ganzen Gedanken. Und eine abklingende Eiszeit ist verbunden
mit höheren Temperaturen, mit steigenden Temperaturen. Das ist wie eine Sinuskurve. Immer hoch und runter. In der Geschichte, in der Weltgeschichte ist das schon öfter so gewesen. Und die Welt hat schon lange, lange vor uns Bestand gehabt, hat existiert und seid sicher, auch lange, nachdem die Menschheit auf der Welt gewesen ist, auf der Erde, wird die Erde immer noch existieren. Nicht mit uns Menschen, wahrscheinlich nicht. Dafür gibt es dann andere Spezies. Vielleicht sind die klüger als wir. Vielleicht fangen die auch wieder von vorne an. Wer weiß das schon. So. Hier sind wir nun am Möhnesee. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ein schönes Wochenende. Kommt durch gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bleibt fair im Verkehr. Und macht es gut. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.